Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine lieben Freunde. Heute testen wir Fisch. Heute lasse ich mich mal auf was ein und zeig uns mal Schönes, was wir hier haben, Mann. Also wir haben Oceadas, das sind Anemonen, frittiert, also vegetarisch. Dann haben wir hier, das ist Mucine, das ist ein Fisch, der hier aus dem See ist. Dann haben wir hier, ich sag jetzt mal Miesmuscheln. Und das ist auch nochmal ein Fisch in Tomatensauce. Und hier haben wir auch Fisch. Quasi. Heute haben wir auf jeden Fall Fisch. Ich fange mal mit der Anemone an. Ich kann gar nicht erklären, Anemone ist vegetarisch, das ist wie Alge oder was? Gell? Ja, das ist ja. Im Wasser. Und ist das paniert dann auch, oder? Ja, das wird einfach frittiert, fertig. Ich probier den Spaß. Schmeckt 1:1 wie Sardellen. 1:1. Wenn meine Mutter zu Hause Sardellen macht, schmeckt genau so. Zunächst probieren wir eine Muschel. Ich muss sagen, sieht schon anders aus. Guck mal hier den Bré an. Also hier bin ich nicht so gehypt drauf, aber. Das ist doch eine Kette drin. Das ist gar keine Muschel. Was ist das? Das ist keine Muschel. Das ist eine Nudel. Ja, nicht meine Muschel. So echt? Oh Mann, warte. Nein. Da schneide ich raus. Ich muss rein. Alles gut. So, hier haben wir jetzt eine Muschel. Sieht anders aus. Ist auch nicht so einfach. Boah, Digga, das wird mich, glaube ich, umhauen. Okay, in der Türkei machen wir mal so. Wir nehmen es komplett. Eins oder komplett gefleckert auch. Geschmack her ist ganz gut, aber diese Muschel ist schon echt dick gewesen. Ich kenne nur so dünne Muscheln aus der Türkei. Aber vielleicht ein bisschen so geknackt, ein bisschen Gummieffekt im Mund gehabt auf jeden Fall. Wie heißt das hier? Fisch. Hätte ich nicht gedacht. Wir probieren den Fisch. Ich mein's halt nicht kalt. Dieses Gesicht. Oh, dieses Meerflavor ist gerade richtig in meinem Mund. Und Freunde, jetzt probieren wir den Mucine. Mucine. Die Mucine probieren wir. Die ist keine Grete dann, gell? Oder? Hier ist nichts. Wenn da was haben wir. Mucine, ab geht's. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass die Vorspeisen kalt sind. Ich glaube, warm schmeckt das. Guck mal, Mucine war jetzt nicht so schön, ich bin dir ehrlich. Kann man essen, aber schmeckt so ein bisschen nach. Ich esse, als ob ich vom Meer trinke oder vom See oder irgendwie so ein Geschmack kommt da. Aber das ist noch okay, wirklich. Das kann man machen. Dann haben wir hier den kompletten, wie heißt der? Fisch. Nemo. Hier haben wir komplett Fisch. Aber. Guck mal, wurde der schon gebraten und ist jetzt kalt? Du musst ja schmecken. Ich habe ihn extra für dich aus dem Meer rausgeholt und auf den Teller gebracht. Guck mal, der schmeckt zum Beispiel gut, aber weil er kalt ist, fällt schon mal, du wärst, fällt sehr runter, weil er kalt ist. Wenn er warm wäre, wäre er richtig lecker. Aber kann man auch mal. Freunde, jetzt kommt. Spaß. Gleich kommt unser normales Essen. Und hier haben wir unsere Nudeln. Wie heißt der Marani? Orecchiette. Orecchiette Nudeln mit Tomatensauce und ein bisschen scharf. Die werden jetzt probiert. Und ist auch al dente, ja? Ist aber richtig al dente. Also hier muss schon richtig ordentlich kaufen. Aber Geschmack gefällt mir sehr. Die Wertung kommt dann später. Aber heute bin ich sehr kritisch. Sehr kritisch. Friends! Das Essen wird gegessen. Nudeln gebe ich 7,5 von 10. Aber den Fisch gebe ich ehrlich mit allem drum und dran. So hart wie es klingt, eine 3 von 10. Aber weiß ich, meins es. Reinis Frau würde sagen, eine 10 von 10. Sehr kritisch. Ja, ja. Freunde, hier auch krass zu sehen. Auf der einen Seite ist es maximal ruhig. Natürlich werden wir gleich auf der ruhigen Seite schwimmen.
Aber ist das nicht faszinierend? Freunde, gebt euch mal unseren Weg hier. Rani, wo sind wir hier gelandet, Digga? Paradies, glaub mir. Maximal Wildnis, Action pur. Was ein Abenteuer. Sind sie bei Backwoods? Bruder, mein Fuß passt nicht mal in diese Lücke. Was ist das? Digga, da gehst du sogar noch zurück. Oder was ist das für ein Abenteuer hier? Ah! Oh! Oh! Digga! Dann hat man ausgerutscht. Hier sind noch ein paar Häuser zu verkaufen. Wir haben es geschafft durch die Wildnisbahn. Erlebnis. Zack. Endlich sind wir da. Und hier können wir schön jetzt einschwimmen. Meine lieben Freunde, sehen wir uns gleich im Wasser. Freunde, es geht wieder los. Und Rani hat die männliche Maske am Schwamm. Guck mal da oben, guck mal da oben. Guck mal deine Lücke. Guck mal in der Lücke. Ja, ich seh's noch. Was haben wir Schönes gefunden, Bruder? Krebs. Zange. So. Was war's die Kralle, Digga? Weil es so schön war, nochmal gehen wir hier einen anderen Weg. Digga, durch mal diesen Weg an, ich schwör's dir. Rani, dir geht's gut, oder? Ja, sehr gut sogar. Ciao. Wie heißt die Gegend? La Caleta. La Caleta, mach's gut. Freunde, und zwar kann man hier eines dieser Häuser erwerben. Natürlich für saftige, sage und schreibe 4 Millionen Euro. Hier gibt's auch keinen Rabatt für, Digga. Rani ist gestolpert. Freunde, wir haben hier die Nudeln mit Muscheln und Botaga. Botaga. Botaga Nudeln. Ist mir noch, let's go. Das war's dann, Botaga. Nein, das schmeckt genauso, als hätte ich irgendeinen Stein geleckt vom Meer. Friends, das ist unser Esstisch. Rani, das sieht ja maximal italienisch aus hier. Ich habe die Tischdecke eben extra noch gehäkelt für euch. Gehäkelt, ja? Wie lange hast du gebraucht? Ja, 20 Minuten. Echt spannende Runde. Bruder, was haben wir hier Schönes? Das ist Sepia. Das ist quasi eine Tintenfischart. Ich weiß nicht, wie man es sagt. Die sehen schon dick anders aus, Alter. Halt mal so einen so mit Finger hoch, ne? Nein, halt mal hier oben. Guck mal, hier sind die Augen. Guck mal, siehst du? Digga, da links, rechts. Und da ist Mund. Oh, boah, deine Hände sind komplett voll Tinte, Alter. Und ein bisschen Fisch, ne? Fischi. Ja, Hände voller Tinte, Digga, gell? Willst du auch? Nee, wahrscheinlich nicht, Digga. Ich muss nicht. Das riecht einfach nach Meer. Freunde, auf jeden Fall, das ist die Hauptspeise. Wir haben hier Schrimps, Tintenfischringe und geschnittener Tintenfisch in den Händen. Und wir werden den Spaß jetzt testen. Hey. Ah, hier. Soll ich die Gabel nehmen, ein oder? Mhm. Wollen wir probieren, Tintenfischring. Ah, das ist doppelt gepackt. Schmeckt irgendwie so, kaum noch irgendwas. Schmeckt so, am Ende kommt was, aber schmeckt eigentlich nur nach diesem Panierten, würde ich behaupten. Schmeckt auf jeden Fall, kann man machen. Und das andere ist dieser Tintenfisch, oder ist das Ding? Dieses größere hier. Scampi. Also das ist dasselbe. Okay, das ist dasselbe? Ja. Frag, ob das gleich ist. Das sind Gamberoni. Sepia. Das war gestern, was sie gezeigt hat, gell? Was sie das ist Calamari und das ist Sepia. Das ist das, was wir gestern gesehen haben. Sepia muss ich auch... Trilli? Boah, quella. Ist das jetzt ein bisschen Zitrone drauf? Zitrone? Mach mal ein bisschen. Ist das aber das gleiche? Farbe und Geschmack ähnlich, ist nicht das Stinks. Ja. Hat die gesagt? Der schmeckt schon stärker.
Ist schon sehr gummihaft, würde ich behaupten, Digga. Aber schmeckt gut. Kann man essen. Das ist gut. Jetzt wagen wir uns hier an den Schrimm. Aber dafür brauchen wir erstmal ein Tutorial, wie man den aufmacht. Guck mal, das sieht echt aus. Da bin ich raus. Auf jeden Fall, Freunde, das ist das Prachtexemplar. Das sieht schon echt komisch aus. Ja, also, ich kenne meine. Nein, ja. Warum soll ich so viel machen? Rani, sag mal. Noch nicht mehr. So schief. Was weiß ich mal. Sein reich, Digga. Aber den kann ich essen, Digga. Ah, der auf jeden Fall machen wir hier den Kopf ab. Und einmal drehen. Dann lutschen wir den aus. Das lassen wir natürlich. Danach auf jeden Fall freuen wir uns dann schälen. Können die Bingo mit diese Beine. Genau. Ah, brav, oh, dieses Tier lebendig sehen wir auch richtig komisch, Alter, bin ich ehrlich. Freunde, das ist dann alles. Und wir probieren den Spaß. Schmeckt einfach nach Fisch. Nee, ist okay. Aber kleine Kalamari, also wie heißt das? Kleine Schrimps besser. Ja? Aber das geht schon. Boah, jetzt kommt ein bisschen mehr Geschmack. Aber willst du jetzt noch den Kopf auslutschen, oder? Ja, genau. Den Kopf lassen wir nicht. Aber Gehirn würde ich gerne essen. Freunde, das war's dann aus der Fischwelt. Wir sehen uns später. Wir testen die Honigmelone frisch aus Italien Kappa. Endlich schmeckt meine Honigmelone. Freunde, willkommen back in Capras und wir sitzen hier schön am Strand in einem schönen Café und haben uns unseren Cheesecake bestellt, Friends. Und ich bin ehrlich, sieht schon sehr, sehr gut aus für diese Kaffee-Verhältnisse. Wir testen ihn. Halal-Check haben wir gemacht. Bismillah, let's go. Boah, das schmeckt richtig gut. Ich glaube, das Eis drin, Digga. Damit ist das Eis, Digga. Dann spielen wir den Spaß natürlich noch. Nein. Ich habe einen Espresso bestellt, aber kam noch halbe Glas. Bewertung für den Cheesecake? Ja, Cheesecake. Nochmal ganz ins Detail, Digga. Ich konnte mich drauf ganz einlassen. Ich muss mal kurz hier das Ding zeigen. Zeig mal hier kurz die Mitte. Guck mal hier. Guck mal, das ist so mehr wie so Eis anstatt Cheese, Digga. Wo ist denn der Cheese, Digga? 8,3 von 10 heute, Digga. Du bist immer sehr kritisch, muss ich sagen. Heute sind wir kritisch. Smeralda, Rani schwört auf Smeralda, sei die beste Eisdiele hier. Mit Abstand. Das werden wir jetzt abchecken, Digga. Kleiner, feiner Laden. Verschiedene Geschmackssorten am Start. Friends, wir haben jetzt das Weltmeister-Eis geholt. Das sieht wie folgt aus. Und wir probieren den Spaß. Wir haben Erdbeer, wir haben Duplo und Haselnuss haben wir gemacht. Bismillah, let's go. Duplo schmeckt ähnlich wie Cookie, Digga. Boah, jedes Mal kleckere ich das durch. Wir essen das Eis danach komplett. Freunde, Rainis Onkel ist Fischer und der hat einfach maximalste Krebsfarm. Wie gibt dir das mal? Boah, die leben ja alle, Digga. Also ich würde nicht anfassen, Digga. Ich will nicht anfassen? Oder. Digga, nicht, dass ich verletzt. Alle Achtung. Boah, der ist bereit zum Zustich. Junge, was machst du, Digga? Boah, ist schon anders, Digga, ja? Den bockt das gar nicht, oder was? Nein. Der wird gestochen, bockt den nicht. Jimmy! Der Krebsflüsterer, oh, Rani. Well, look at my back, Alter. Weißt. Ich hab maximal Angst, ihn anzufassen. Freunde, welcome to Rani's Kitchen. Und heute gibt es die sogenannten Rigatoni Venezia von Rani. Wie sind die Vorbereitungen, Bruder? Wir schneiden Knoblauch. Ich schneide ihn. Ich habe leider nicht das perfekte Messer hier, aber wir machen das Beste draus. Wir werden das so schön in Scheiben schneiden hier, bis nicht dieser, mehr geht. Dieser italienische Knoblauch riecht ganz anders, Digga. Freunde, hier, guck mal. Das ist doch diese maximale Küche, Digga. Hier wird nicht mit normaler Herd aus Deutschland und so. Hier wird richtig mit Feuer gearbeitet. Machen wir den Herd an? Haben wir angemacht, Digga. Machen Öl rein. Oh, was ist das für Öl, Digga? Das ist Olivenöl. Ist das Olivenöl aus Capras, Digga? Das ist Olivenöl aus Capras. Hast du den selbst gepresst? Ich bin selbst mit meinen Füßen drauf rumgelaufen. Perfekt. Das so hättest du mir das doch nach dem Essen gesagt. Meine Füße oder willst du nicht füllen? Das
Jetzt machen wir das richtig schön heiß. Und dann machen wir. Oh, Digga. Machen wir den Knoblauch rein. Zack. So schön den Knoblauch reinmachen. Zack, zack, zack. Knoblauch wird schön angerührt. Und richtig schön scharf anbraten, damit sich der Geschmack entfalten kann. Das sind doch die italienischen Tricks hier, Digga. Und jetzt machen wir diese Soße rein. Das sieht auf jeden Fall gekonnt aus. Das sieht gekonnt aus. Wir müssen ein bisschen runterstellen. Bevor wir hier die Wand versauen. Auf jeden Fall, Rani selbst ist der Mann, oder? Ja. Wenn es hart auf hart kommt, kochen wir auch. Ja. Sonst guck mal hier diese Tricks an. Damit auch nichts in der Flasche bleibt. Wo seht ihr das? Eigentlich müsst ihr hier für den Kurs eigentlich bezahlen. Ja. Guck mal hier. Alter, was Meisterwerk, wie gelegt. Dann machen wir die zweite Flasche auch rein. Oh shit, Digga. Und das wird auch nicht gegeizt. Das wird mal eine ordentliche Soße. Auch hier füllen wir kurz aus. Bisschen Wasser rein. Das ist ein Traum. Schön schütteln. Freunde. Entfernt. Ich mache unten einen Spendenlink rein, ich könnte auf jeden Fall da PayPal senden. So, ich kann natürlich Rani sein. Wir rühren eins zweimal um. Mit dem Rabattcode Rani20 bekommt ihr 20% Rabatt auf den Kurs. Kochkurs. Was kostet der Kochkurs? Normalerweise 4.280 Euro. Mit 20%? Aber mit 20% machen wir heute 15,90 Euro. Der Spaß kocht jetzt so lange, bis er fertig ist. Ich weiß nicht wie lange. Gefühlssache, ich mache das immer nach Gefühl. Und danach sagen wir halt, wie viele Minuten es gedauert hat. Und danach sagen wir, wie viele Minuten. Der Kurs muss sich ja lohnen hier. Genau. Unsere Soße ist ready. Okay. Was fehlt jetzt noch? Sag es. Gewürze. Gewürze fehlen, natürlich. Wir machen. Ist das hier italienisches Salz? Das ist Salz, was ich selbst quasi aus dem Meer rausgefischt habe. Und dann zermalt. Also liebevoll zermalt und in der Sonne getrocknet haben. Oh shit, Digga. Das ist wirklich, also das ist wirklich hochwertiges Salz. Das ist wie Gold. So, wir machen einfach mal so ein bisschen nach Gefühl rein erstmal und dann probieren wir später nochmal. Ich würde sagen, so erstmal. Ganz wichtig, weil wir keinen Zucker haben, kommt einfach Kantiszucker rein. Was heißt Kantis? Ja, das ist brauner Zucker. Das man muss sich einfach, da nimmt sich doch nichts. Man muss sich einfach nur zu helfen wissen. Bisschen aber nur, wirklich ganz, ganz bisschen. Wir probieren gleich. Das ist dafür da, damit die Tomatensauce nicht so säuerlich wird. Damit die so ein bisschen einfach besser schmeckt. Krass, Digga. So, das rühren wir jetzt um. Wir machen noch ein bisschen Pfeffer rein. Pfeffer? Ja. Ist es dunkler Pfeffer? Ja, das ist dunkler Pfeffer. Oh shit. Wir machen ein bisschen dunklen Pfeffer rein. Ungefähr so. Dann rühren wir um und wir probieren nachher nochmal. Oh. Alles immer schön abschmecken. Und ganz wichtig. Ganz wichtig? Oh. Ganz wichtig, Soße auf die Füße. Und wichtig ist immer, den Löffel ablecken und wieder rein, genau? Ja, und Hände waschen nicht vergessen. Der Bruder maximal verbrannt. Am besten Mutter sieht dieses Video nicht. So, Freunde. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Olivenöl rein. Das selbstgepresste mit den Füßen. Weil es gibt so einen leichten Käsearoma. Ja, und deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen mehr Käse rein. Damit das den überdenkt. Mach ein bisschen Parmesan-Käse rein, nur Bruder. Für den Geschmack. Guck mal, wie er den Parmesan reinmacht, ja. Den habe ich auch selbst gerieben. Mit den Händen. Und dann verpackst du den so? Ja, damit der länger hält, ich mach das immer so. Ja, Mann. So. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr appetitlich aus, Digga. Gleich ist Käse weg, dann sieht man den nicht mehr. Dann haben wir den maximalen Käsegeschmack hier drin. Oh mein Gott. Jetzt lassen wir das noch ein bisschen kochen. Da muss man schon sagen, das Ding kocht schon so seine 20, 30 Minuten, ja? Ja, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde maximal. Wir nehmen uns ziemlich Zeit für die besten Nudeln Italiens. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Nudeln kochen. Ja, das geht ja 5 Minuten, Digga. Das geht schnell. 10 Minuten. 12 Minuten Nudeln, hier die. Gut, natürlich die guten von Barilla. Guck mal, 12 Minuten Nudeln. Die Firma gehört doch deinem Onkel, gell? Ja. Der macht die auch mit der Hand. Zum Schluss kommt das Beste, die Nudeln. Oh. Einfach die Nudeln hier rein. Und wie lange dauert der Spaß? Dann tun wir einmal umrühren, dass sie nicht zusammenkleben. Ja, ja, ja. Und die dauern exakt 12 Minuten. Und jetzt nehmen wir 12 Minuten auf, wie die kochen. Das machen wir nicht. Die Nudeln sind bereit. Rani macht den Geschmackstest. Aber heute sehr, sehr kritisch bewerten, bitte.
Also heute ausnahmsweise eine 10 von 10. Nein, nicht schon wieder. Boah. 10 von 10, Digga. Wir küssen Reinis Hände. Dankeschön dafür, Bruder.